Land. Ich darf Sie heute begrüßen zu unserem letzten Vortrag in diesem Jahr. Aus dem Grund auch eine besondere Rednerin, die Präsidentin der ZV, Martha Schräg, die ich auch herzlich begrüßen möchte. Über Martha Schräg braucht es keine großen Einführungsworte. Martha Schräg ist bekannt als Architektin, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Am Anfang gab es eher etwas kleinere Projekte, Umbauten von Wohnungen und Einfamilienhäusern oder Wohnungen, was ich gelesen habe. Bald aber kamen dann größere Projekte aufgrund von gewonnenen Wettbewerben. Ich denke da vor allem an den Wohnbau in der Frauenfelder Straße oder eben ganz bekannt auch viel publiziert die SOWI in Innsbruck, die sozialwissenschaftliche Fakultät, die auch mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Unter anderem war es ein finales Projekt für den Mies van der Rohe-Preis. Seit damals sind sehr viele Projekte, unterschiedliche Projekte entstanden hinsichtlich Größe und Inhalt. Das beginnt beim Einfamilienhaus und setzt sich fort bis zu städtebaulichen Konzepten. Ganz aktuell jetzt fertiggestellt der erste Campus, wahrscheinlich ein sehr wesentliches und Schlüsselprojekt von Henke und Schräg. Das auch ein bisschen die Arbeitsweise, glaube ich, sehr gut zeigt. Henke Schräg sind im klassischen und positiven Sinn ein altmodisches Büro in dem Sinn, dass sie nämlich Verantwortung übernehmen und verantwortlich für ihre eigene Arbeit sind. Das ist heute ja bei vielen Architekten nicht mehr üblich. Oft fühlen sich viele Architekten als Dienstleister, das als Ausrede, um Verantwortung an Bauherren oder Büro oder Behörden abzugeben. Bei Henke Schräg ist das nicht so. Sie sind kritisch. Sie lehnen auch mal einen Auftrag ab, wenn es mit Ihren Vorstellungen von Architektur oder gesellschaftspolitisch nicht funktioniert oder brechen auch mal ab. Beziehungsweise stellen Sie auch Dinge in Frage. In dem Sinn, wie zum Beispiel jetzt, glaube ich, auch beim ersten Campus die städtebaulichen Rahmenbedingungen, aufgrund dessen man aufbauen musste. Sie übernehmen viel Risiko dementsprechend auf und konnten sich aber gerade da innerhalb von 3 Wettbewerbsphasen dann schlussendlich durchsetzen. Das ist, wir werden es vielleicht ja heute sehen, auch ein Projekt, das dann bis ins Detail durchgearbeitet ist, das nicht zuletzt aufgrund guter Mitarbeiter, einen möchte ich erwähnen, der mittlerweile Partner ist, der Gavin Ray, der, glaube ich, schon über 20 Jahre hier in diesem Büro arbeitet. Ja, mehr möchte ich gar nicht zur Einleitung sagen, ich übergebe es an Martha Schräg. Danke, Markus. Du hast mir schon einiges vorweggenommen. Freut mich, dass du das so siehst. Dieter Henke und ich haben in den 35 Jahren, die wir jetzt zusammenarbeiten, sehr unterschiedlich, ganz bewusst unterschiedliche Projekte bearbeitet. Wir wollten nie irgendwie uns spezialisieren, sondern uns hat immer wieder die neue Herausforderung und das Neue gereizt. Wenn wir an eine Aufgabe herangehen, betrachten wir den Kontext und die Aufgabenstellung bewusst konträr. Wir machen immer unterschiedliche Entwürfe für jedes Projekt und testen die dann in Modellen ab. Und wir wiederholen, um einfach die Potenziale einer Bauaufgabe herauszufiltern und um sicher zu sein, das Richtige zu tun. Wir wiederholen den Prozess so lange, bis wir das Gefühl haben, dass Objekt und Kontext zur Deckung kommen, übereinstimmen. Wir gehen nie von einer vorgefassten Meinung aus in unserer Arbeit, sondern weder von einer Theorie, die wir uns übergestülpt haben, noch von einer Formvorstellung, sondern die Ideen für unsere Projekte entstehen eigentlich aus den Geschichten, die der Ort erzählt und die Inhalte und die Werte, die wir darstellen möchten. Jeder Ort ist anders, jede Aufgabe ist anders, deshalb ist auch unsere Arbeit sehr unterschiedlich, die Ergebnisse unserer Arbeit sind sehr unterschiedlich. Wir versuchen, und das ist uns wirklich ein Anliegen, für jedes Objekt, für jedes Projekt eine ganz individuelle und punktgenaue Lösung zu finden. Wichtig ist uns immer, dass das Projekt einen Mehrwert für das Umfeld darstellt. Wir Architekten, Markus hat schon ein bisschen vorweggenommen, sind keine Dienstleister, wir sind auch nicht nur unserem Bauherrn verpflichtet, sondern auch der Gesellschaft. Es wird immer schwieriger, Qualitäten in ein Projekt hineinzubringen, das über die reine Erfüllung der Bauaufgabe hinausgeht. Und wir Architekten müssen wirklich lernen, mehr Nein zu sagen, denn
nur individuelle Bauwünsche erfüllen, die dann auf Kosten der Gemeinschaft gehen, das lehnen wir eigentlich generell ab. Und ich, für uns, wir haben immer versucht, in unseren Projekten öffentlichen Raum anzubieten, Räume, die in keinem Raumprogramm stehen, Räume, die keine eindeutige Funktion haben, aber von besonderer Atmosphäre und Stimmung sind, und die auch, in denen man sich auch wohlfühlt und die zur Kommunikation und zur Gemeinschaft anregen. Atmosphäre, Stimmung hat sehr viel mit Material, Oberfläche, Licht, Schatten zu tun und Farbe. Und sensibilisiert für diese Themen sind wir geworden aufgrund unserer vielen Reisen, die ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit sind und die wir auch unseres Lebens. Es ist uns eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, unsere Reisen. Vor allen Dingen das Studium der anonymen Architektur mit dieser Einfachheit, Materialgerechtheit, Materialhomogenität, mit diesen Atmosphären, die aus Farben, Stoffen und Textilien kommen. Also das hat uns wirklich wesentlich beeinflusst. Ich mache jetzt eine Zeitreise durch unsere Projekte. Wir haben mich entschieden, mehrere Projekte zu zeigen, weil wir das in Wien eigentlich überhaupt noch nie gemacht haben. Ich glaube, unser letzter Vortrag ist 8 Jahre zurück. Wir halten nicht so gerne Vorträge. Da hat Dieter Henke nur über das Berghotel Hall gesprochen und der Vortrag davor war, glaube ich, weiß ich nicht, vor 15 Jahren, ich weiß gar nicht, was wir dort gebaut schon hatten. Also habe ich kleine Retrospektive gemacht. Ich freue mich sehr, dass Margarita Spilottini hier ist, von der, ich glaube, 90% der Bilder stehen. Ich habe, wie ich den Vortrag zusammengestellt habe, wirklich sehr viel an dich denken müssen. Und durch deine Sichtweise hast du auch unsere Sichtweise geschärft. Und ja, ich glaube, das Projekt ist zwar allen bekannt, aber es ist für uns nach wie vor eines der wichtigsten Projekte. Es war das erste große Projekt, das wir überhaupt realisieren konnten. Es war, wie es fertig war, schon ein radikales Statement für den urbanen Wohnbau und ich glaube, es ist heute noch. Ich bin der Meinung, dass man so ein Gebäude heute so ohne weiteres nicht mehr bauen könnte. Wir haben bei dem Projekt uns die Idee sehr direkt aus dem Kontext geholt, also wirklich aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Das Grundstück füllt eine Ecke, wobei die eine auf der einen Seite eine Gründerzeitbebauung anschließt und auf der anderen Seite ein 70er-Jahre-Wohnbau und aus dieser Idee heraus haben wir dann eine Wohntypologie entwickelt, die anschließend an den Gründerzeitbau Geschosswohnungen vorsieht und im Anschluss an die Gründerzeitbebauung Maisonette-Wohnungen. Wir wollten uns maßstäblich jeweils an der Seite orientieren und auch diese Flächigkeit der Fassaden, dieser Gründerzeitfassaden aufnehmen. Bei dem Projekt haben wir uns den ersten kleinen öffentlichen Raum gebaut. Anstelle von privaten Mietervorgärten haben wir einen kleinen Platz vor dem Eingangsbereich geplant. Über eine offene Fuge gelangt man in die oberen Geschosse. Das ist eine sehr schöne Raumsequenz, wo man immer wieder den Rückblick in die Straße hat. Und von der Straße aus wird auch diese Hermetik dieser Gründerzeitbebauungen unterbrochen. Themen wie öffentlich, halböffentlich, privat war bei dem Haus ein riesiges Thema. Also wir haben dann über Brücken die einzelnen Wohnungen entschlossen, diese wirklich Zwischenzone und den Innenhof angehoben und durch diese und begrünt und durch diese Maßnahmen, diese sehr triste Hinterhofsituation wirklich auch für alle umliegenden Häuser verbessert. Wir konnten bei dem Haus fast manifestartig alles, was uns im Wohnen wichtig ist, realisieren. Das sind zweiseitige Orientierung, offene Grundrisse, fließende Räume, Raumveränderungen durch Schiebewände. Wir haben die Außenwände komplett verglast, um innen und außen ineinander fließen lassen zu können. Für uns war es auch so eine Überlegung. Die Wohnungen sind immer kleiner geworden. Wie kann man denen räumlich entgegenwirken? Wir haben tiefe Blickachsen durch das Gebäude und die zweigeschossigen Loggien bringen natürlich auch noch einmal eine andere Dimension hinein. Um den Wohnungen eine Privatheit zu geben, haben wir diese Schiebelamellen entwickelt, bei denen man
den Grad der Privatheit regulieren kann. Und das war interessant für uns, dass wir eigentlich da auch, das war ein Nebeneffekt, die Lichtumlenkung kennengelernt haben. Davon hat damals noch niemand gesprochen. Aber man konnte, kann die Lamellen um 180 Grad drehen. Und das waren dann so richtige Lichtschaufeln. Und die Wohnungen waren heller, nachdem die Lamellen vorhanden waren als vorher. Also das war für uns eine interessante Erfahrung. Und sie geben natürlich auch wunderbare Licht- und Schattenspiele und Atmosphären. Von außen ändert sich die Fassade des Hauses auch durch den Gebrauch und das Gleiche ist natürlich auf der Seite des Wohnhauses. Ganz andere Situation in Seefeld in Tirol. Seefeld ist eine Tourismusgemeinde, die keine Tradition im sozialen Wohnbau hat. In dem Fall war das sozialer Wohnbau. Das Grundstück war auch nicht sehr attraktiv auf den ersten Blick. Am Ortsrand, Umfahrungsstraße und am Hangfuß. Wir haben dann festgestellt, dass das ganze Grundstück, also dass auch der Hang zu dem Grundstück gehört und haben dann ein Terrassenhaus in diese Falllinie des Hanges gelegt, wobei alle Wohnungen natürlich dann eine wunderbare Orientierung haben, Aussicht auf die Berge und eine sehr großzügige, jeweils 40 Quadratmeter Terrasse. Uns war das wichtig, weil in Seefeld lebt man entweder im Einfamilienhaus oder in einem Personalwohnhaus der großen Hotels. Und uns war wichtig, auch da die Qualitäten des Einfamilienhauses hineinzubringen. Zwischen den Gebäuden ist dann die Erschließungsstraße, die beliebter Spielort für die Kinder geworden ist. Sieht da den Schnitt. Die Grundrisse sind völlig frei. Es gibt immer keine statischen Bindungen. Wir haben 80 Quadratmeter zur Verfügung gestellt mit einem Schacht. Die Wohnung könnte so ausschauen. Ist immer zweiseitig orientiert zum Hang und zur Terrasse. Und das ist der Ausblick in die Berge, wie sich das präsentiert. Und wir haben die Brüstungshöhe so gesetzt, dass man nicht sieht, wenn man in der Wohnung ist. Die Margarita hat es dann ins rechte Lick gerückt. Das ist einer unserer Lieblingsfotos. Ich zeige noch einen dritten Wohnbau, weil der typologisch wieder ganz anders ist, in Hall in Tirol. Das Thema war Passivwohnhaus. Es ist ein wunderbares Hanggrundstück, ein Südhang. Und wir waren der Meinung, dass kompakte Bauweise in dieser fantastischen landschaftlichen Situation nicht die richtige Lösung ist. Haben eigentlich genau das Gegenteil gemacht, haben sehr raumgreifende Grundrisse entwickelt, wo wir um einen Erschließungskern, der belichtet ist, 5 Wohnungen, das ist eigentlich ein 5-Spänner, gruppiert haben, wo jede Wohnung dreiseitig belichtet ist. Das war wirklich eine Denksportaufgabe, ist aber gelungen. Und so präsentiert sich das dann. Und wir haben dann auch noch diese Loggien gegeneinander versetzt, damit die maximale Privatheit gewährleistet ist. Ein Wohnbau ganz anderer Dimension, an dem arbeiten wir gerade jetzt. Das ist Triple bei Downtown, die Stelle des ehemaligen, an der Stelle des Zollamtes, das jetzt dann abgebrochen wird. Das jetzt dann abgebrochen wird. Das war ein geladener Wettbewerb mit der Vorgabe einer 25 Meter hohen Randbebauung entlang des Donaukanals und mit 2 Hochpunkten. Von der Nutzung her 80% Büros, 20% Wohnen. Wir waren der Meinung, dass wir haben anders reagiert. Wir haben ein Hochhausensemble angeboten, 3 Hochhäuser, die gegeneinander versetzt sind, damit jeder den anderen nicht beschattet und ein niedrigeres Bürogebäude. Das sind skulptural sehr stark durchgebildete Baukörper, die einen interessanten Zwischenraum einen interessanten Zwischenraum erzeugen, der eigentlich die Identität von dem Ganzen darstellt. Und wir wollten natürlich auch die Durchlässigkeit von Downtown Richtung Donaukanal erhalten. Wir wollten nicht entscheiden, wo gearbeitet und wo gewohnt wird, sondern haben Grundrisse entwickelt, wo wir nachgewiesen haben, dass beides möglich ist. Das hat natürlich was mit Maßstab, Dimension und Footprint zu tun. Das ist jetzt der Planungsstand, wo um einen Kern herum
Es ist ein Stahlbeton-Skelettbau, wo man ganz beliebig große Wohnungen integrieren kann. Aber es ist auch uns durch diese bauskulturelle Durchbildung gibt sehr viele Ecksituationen. Und es ist uns auch in dem Haus gelungen, von 8 Wohnungen 6 über Eck zu belichten. Und wir finden, das ist eine wesentliche Qualität im Wohnbau. Diese Einschnitte zonieren die Gebäude in der Vertikale, der Donaukanal, also die Zubringerstraße vom Donaukanal wird überplattet, um einen größeren Grünraum zu erhalten und einen direkten Zugang zum Donaukanal. Und also platzseitig verweisen diese Einschnitte auf die, nehmen die Höhen von der umgebenden Bebauung auf. Das ist dann, diese Terrassen sind öffentlich und das ist schon, glaube ich, eine Qualität, die da angeboten wird. Wir sind keine Verfechter und glauben nicht, dass die Wohnungssituation durch Hochhäuser gelöst werden kann. Aber es gibt natürlich ein Klientel, das im Hochhaus wohnen will. Und es gibt Orte, bei denen Hochhäuser auch möglich und gerechtfertigt sind. Wir finden, Zollamtscheibe ist einer dieser Standorte. Parkhotel Hall, nur ganz kurz. Für uns war das eine Möglichkeit, uns mit einer Bausubstanz der frühen Moderne auseinanderzusetzen, wo wir sehr starke Nähe finden. Ich finde das Bild so großartig, weil es zeigt die Anfänge des Lebensgefühls, des Tourismus. Und ja, das Parkhotel war natürlich im Laufe der Jahre, ist von Lois Welzenbacher, ist im Laufe der Jahre vollkommen verändert worden, Zubauten und so weiter. Es war nicht mehr zu erkennen. Und das Hotel sollte revitalisiert werden und auch erweitert werden mit einer fast doppelt so großen Baumasse. Für uns war das eigentlich in erster Linie Frage des Maßstabes. Und als Grundstück ist interessanterweise der gesamte Kurpark zur Verfügung gestanden. Und wir haben uns aber entschieden, die Baumasse an der Straße zu konzentrieren, um den Park freizuhalten, weil wir der Meinung waren, dass dem Tourismus genug Fläche in dem Land gewidmet wird und das sollte der Bevölkerung auch weiterhin zur Verfügung stehen. Ja, wir haben dann den Turm mit einem zweiten Turm ergänzt. Das ist jetzt nicht, worauf ich eingehen will. Wir glauben, es funktioniert, war nicht unriskant. Aber das Spannende war auch die Renovierung dieses Hauses mit seinen unglaublichen Details. Und wir haben diese Dynamik wiederherstellen können und diese Skepsis der Bevölkerung, weil das war durchaus umstritten, weshalb man das macht, eigentlich beseitigen können, weil wie das Projekt fertig war, waren alle schwer begeistert und haben das aufgenommen. Niemand hat sich mehr erinnern können, wie das wirklich ausgeschaut hat. Und es war einfach eine tolle Auseinandersetzung, diese feinen Details, diese Geländerdetails bauordnungsfit zu machen oder sagen wir halbwegs, die Haller waren da ja unglaublich großzügig. Wir haben die vor sich selber schützen müssen, weil wenn da was passieren würde, wären sie dran. Also es sind unglaublich feine Details und Materialien und sehr grafisch. Wir haben auch die Pergola wiederhergestellt, wo wir das erste Foto gesehen haben, wo die im Liegestuhl gelegen sind. Ja, das ist jetzt das Ergebnis. Und atmosphärisch haben wir natürlich im neuen Turm ganz anders reagiert, während der Turm von Welzenbacher eher die Zimmer nicht so exponiert sind, haben wir die vollkommen verglast und man ist hier unmittelbar der Landschaft ausgesetzt. Aufgrund des Parkhotels sind wir dann zu einem Hotelprojekt in Zell am See eingeladen worden. An so ein Jahrhundertwende-Hotel sollte dieser Zubau aus den 60er Jahren sollte abgebrochen werden und durch ein neues Gebäude und erheblich größere Baumasse ersetzt werden. Wir sind zu dem Wettbewerb eingeladen worden und haben dann eine sehr stark gegliederte vertikale Lösung angeboten. Es ist typologisch ähnlich wie das, wie der Wohnbau. Das ist ein Apartment-Hotel, wie der Wohnbau in Hall, wo wir eben die Grundrisse so organisiert haben, damit alle natürlich den großartigen Bezug zum See haben. Jetzt schaut das so im fertigen Zustand noch roh, das Holz wird abwittern und dann wird es mehr und mehr die Farbe der umgebenden Natur übernehmen. Sind dann die Loggien mit Blick über den See. Es haben wirklich alle Wohnungen den Bezug dazu. Und die Bauherren waren holländische Investoren
Und das war wirklich eine interessante Erfahrung, weil die Holländer sind dermaßen beinharte Geschäftsleute, die interessiert Architektur null. Und es war ein irrer Kampf. Die wollten beim Entwurf das schon am Baumeister übergeben und wir haben gesagt, so geht das nicht. Und wir sind schon ziemlich stolz, dass wir ihnen ein Lehrgeschoss abbringen konnten, das jetzt als Gemeinschaftsraum für das ganze Haus dient, wo sich die Hausgemeinschaft treffen kann. Aber das war wirklich eine interessante Erfahrung, weil die ja vollkommen andere Bautradition haben, als wir sie verfolgen. Sie waren aber dann am Ende doch ganz stolz über das, was sie da geleistet haben. Das muss man schon auch sagen. Ein weiteres Hotelprojekt in Innsbruck am Bahnhof. Es ist ein Teil eines multifunktionalen Gebäudes. Ich zeige es jetzt unter dem Aspekt. In dem Haus sind die Tiroler Tageszeitung, das Bezirksgericht, Geschäfte, ein Hotel und Büros integriert. Und wir haben den Turm in der Höhe so gewählt, dass er noch in die Silhouette der Stadt passt. Und was uns aber wichtig ist, zu sagen, in Innsbruck gibt es Projektsicherungsverträge mit den Investoren. Das heißt, die Qualitäten und die Versprechungen, die in einem Wettbewerb gemacht werden, werden niedergeschrieben und die werden auch eingefordert. Und wir haben eine öffentliche Terrasse angeboten, im letzten Stock eine große öffentliche Terrasse, wo man ohne zu konsumieren über die Stadt blicken kann, 360 Grad Innsbruck, wie das Hotel eingezogen ist. Die haben natürlich keine Freude gehabt. Ein Anruf bei der Stadtplanung hat genügt. Und das Thema war vom Tisch, die Terrasse ist gebaut worden. Wir haben den Bauherrn den haben wir als Freund verloren, aber mit dem muss man leben, wenn man gewisse Dinge durchsetzen will. Ein weiteres mehrfach genutztes Gebäude ist uns in der Mahilferstraße in Wien gelungen, eigentlich eine sehr eindimensionale, banale Bauaufgabe. Bürohauswidmung mit ist die Mahilferstraße, das ist ein interessantes Grundstück, 17 Meter breit, 65 Meter tief. Und ja, von der Widmung Vorderhaus, Innenhof, Hinterhaus und Büronutzung. Wir haben das ein bisschen anders interpretiert und haben versucht, eben aus der banalen Bauaufgabe eine besondere zu machen. Wir haben einen schmalen Baukörper über die gesamte Tiefe dieses Raumes gezogen, haben ihn nach vorne geöffnet, wodurch natürlich schöner öffentlicher Raum entstanden ist, der in zweiter Ebene, also auf der zweiten Ebene, einen ganz speziellen Blick auf die Mahilferstraße öffnet und wirklich als öffentlicher Raum genutzt werden kann. Wir sind der Meinung, dass diese mehrfach genutzten Gebäude, diese Hybridgebäude wirklich die Zukunft sind, weil sie das Potenzial haben, die Städte und vor allen Dingen Kleinstädte zu beleben und zu urbanisieren und nicht diese eindimensional genutzten Häuser. Und uns ist auch immer wichtig, dass die Gebäude zugänglich sind. Unser wichtigstes städtebauliches Projekt, so wie Innsbruck, ich glaube, die meisten kennen es, am Areal der ehemaligen Fender-Kaserne, in einem stadtstrukturell sehr sensiblen Bereich am Rande der Altstadt im Übergang zum großen des Hofgartens. Interessant vielleicht, als Grundstück ist der Bereich entlang des Hofgartens zur Verfügung gestanden. Wir waren der Meinung, dass mit der SOBE die Chance besteht, diese bestehende Bebauung zu arrondieren, haben uns eigentlich auf ein Fremdgrundstück gestellt, um das eben zu erreichen. Das war nicht unriskant. Wir wussten allerdings, dass das dem Bund gehört. Und es war der ehemalige Pflanzgarten vom Hofgarten und irgendwie haben wir uns dann doch durchsetzen können. Wir haben ein Gebäudeensemble mit den unterschiedlichen Nutzungen, ein Gebäudeensemble angeboten, das einen Hofraum umschließt, der aber nicht abgeschlossen ist, sondern mit dem Stadtraum kommuniziert. Und das ist jetzt diese räumliche Begrenzung des Hofgartens. Der Innenraum und dieser Innenraum, also dieser öffentliche Raum, geht in die innere Öffentlichkeit der SOWI über. Das ist ein Strukturmodell mit einer von der großen Halle. Wir haben quer eine große Halle durchgespannt mit Bibliothek, Hörsälen, wo alle die gesamte Infrastruktur angelagert ist.
dieser halbe öffentliche Raum war in keinem Raumprogramm, hat aber wirklich sehr viel Mehrwert gebracht, weil er mittlerweile intensivst genutzt wird als Arbeitsraum natürlich. Und das Thema, die Halle geht über 180 Meter durch, ist maßstäblich unterschiedlich behandelt. Das Thema war offene Universität und wir haben versucht, also diesen Wert der offenen Universität auch in offenen Raum, Transparenz und Beziehung zur Stadt auszudrücken. Das ist die Bibliothek. Der Stadtraum bricht wirklich überall herein und auch der Bezug zum Landschaftsraum ist in dem Fall großartig. Neben all den räumlichen Überlegungen ist der große Erfolg für uns wirklich, dass die SOWI einen unglaublich lebendigen urbanen Stadtraum generiert hat, der das ganze Umfeld mitgerissen hat und am Anfang hat an das niemand geglaubt, außer der Professor Gantner von der Universität in Innsbruck. Und die Stadtplanung auch, aber weder die Investoren noch sonst jemand hat geglaubt, dass das glücken könnte. Und das ist aber wirklich ein sehr belebter Raum geworden. In einer landschaftlichen ganz anderen Situation, auch eine Universität in Hall. Es ist ein Parkgrundstück und wir haben mit den einzelnen Gebäuden die einzelnen Funktionen in Solitärgebäude untergebracht, großvolumige, um einfach den landschaftlichen Zusammenhang zu erhalten. Die Landschaft fließt weiter durch. Gebaut sind nur diese beiden worden, die medizinische Privatuniversität und ein Studentenheim. So präsentiert sich das von der Straße. Das ist ein sehr abstrakter Baukörper, der eigentlich den Hintergrund für dieses fantastische Parkgrundstück bietet. In den abstrakten Kubus sind zwei Öffnungen eingeschnitten. Räumlich haben wir noch die Topografie auch aufgenommen. Wir haben so einen Hallenraum gebaut. Das Gelände springt ziemlich genau um ein Geschoss und das haben wir räumlich mit aufgenommen. Das ist der Eingangsbereich auf Straßenniveau. Dann gibt es einen großen Hallenraum, der auch so nicht vorgesehen war und jetzt aber intensivst für Veranstaltungen für die ganze Stadt genutzt wird. Und das war für uns auch interessant, wenn man die Räume anbietet, finden sich plötzlich viele Nutzungen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und die Universität verdient auch noch Geld damit, indem sie das vermietet. Also können sie auch noch Geld verdienen mit dem. Auch ein Atriumtypus AHS Wien, Heustadelgasse, Einfamilienhäuser und Gärtnereien rund um. Der Ort hat uns dort keinen Anhalt gegeben, also haben wir versucht, einen Ort zu bauen. Wir haben die Schule nur zweigeschossig organisiert, um den Maßstab eigentlich an dem Ort nicht zu sprengen. Es ist ein Atriumtypus, man kommt über einen großen gedeckten Freibereich in einen Innenraum. Das sind die Fotos kurz nach Fertigstellung. Mittlerweile schaut das so aus. Ist wirklich ein unglaublicher Dschungel geworden und eigentlich ein sehr schöner atmosphärischer Raum. Die Grundrisse sind eigentlich sehr streng, aber trotzdem. Wir haben das ganz hineingeduckt, auch noch den Turnsaal eingegraben und man hat immer wieder ganz lange Sichtachsen durch das Gebäude. Das wirkt räumlich sehr großzügig und trotz der Strenge der Grundrisse ist es räumlich doch sehr anspruchsvoll und vielfältig ausgefallen. Man hat immer wieder den Bezug zum Außenraum und zum Freibereich. Bürogebäude haben uns in den letzten 10 Jahren sehr stark beschäftigt. Das erste war ein Pavillon für Bene und Zumtobel, für unsere. Dem ist ein städtebaulicher Wettbewerb vorausgegangen. In der Stadteinfahrt von Klagenfurt sollte ein Industriepark entstehen, wo diese beiden Firmen sich einmieten wollen. Wir haben den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen. Der Stadtplaner von, ich zeige das jetzt nicht, das führt zu weit, der Stadtplaner von Klagenfurt war dann der Meinung, Städtebau 5, der hat das dann selber in die Hand genommen, hat einen eigenen Entwurf vorgelegt und Bene und Zumtobel wollten dort aber nicht einziehen. Also hat ihnen die Brauerei ein Grundstück daneben zur Verfügung gestellt. Das ist ein Waldstück eigentlich und die Idee für das Gebäude ist entstanden, dass wir um die Bäume herum diesen Pavillon wickeln und sehr starken Bezug zum Außenraum schaffen. Otto Kapfinger hat geschrieben, wie war das?
Naturerlebnis als Kontrast zur organisierten Bürowelt hat uns sehr gut gefallen. Das ist ein reiner Stahlglasbau, der vom Gelände abgesetzt ist. Es ist nur punktweise mit Fundamenten in die Erde verankert, um die Wurzeln der Bäume nicht zu stören. Wir haben mühsam um die Bäume herumgebaut. Das Erste, was die Baufirma gemacht hat, das war im Atrium, die Bäume zu fällen. Also das war natürlich der Schock schlechthin, wenn wir auf die Baustelle gekommen sind, die Bäume waren weg. Aber wir haben sie wieder gepflanzt und trotzdem ist natürlich die umgebende Landschaft dermaßen stark. Also man ist da dermaßen unmittelbar mit dem Wechsel der Jahreszeiten konfrontiert und das Gebäude verschwindet eigentlich und absorbiert immer wieder die Landschaft. Ganz eine andere Situation, Bürogebäude in Wien, Weltkulturerbe, innerstädtische Situation. Es war der erste Neubau seit Hans Hollein, glaube ich, das Haashaus gebaut hat. Sind wir zu dem Wettbewerb geladen worden. Für uns war das in erster Linie eine Frage des Maßstabes, wie viel Volumen verträgt dieser Ort. Wir haben die Traufenhöhe des Nachbargebäudes aufgenommen und keinen, es wäre möglich gewesen, riesigen Dachkörper aufgesetzt. Da war möglich, ein riesiges Dach aufzubauen. Wir haben uns dann entschieden, also das hier abzuschneiden und so eine schwebende Box hinaufzusetzen, weil das natürlich ein ganz besonderer Ort geworden ist. Das Grundstück ist sehr klein, wir haben es voll besetzt und haben aus diesem Kubus einen Innenhof herausmodelliert, der mit dem Stadtraum allseits verbunden ist. Durch diese Operation haben wir in jedem Geschoss andere Grundrisse erhalten. Und trotz dieser Vielfalt ist das Bürogebäude, das sind jetzt die Blicke über die Fassade, ist das Bürogebäude sehr flexibel bespielbar aufgrund seiner Konstruktion und vollkommen freie Raumkonstellation. Es kann als Veranstaltungsraum genutzt werden, vom Einzelraumbüro alles machbar. Das Ganze geht auch in die dritte Dimension. Diese Blickbeziehungen gehen auch über das Glasdach hinweg. Wichtiges Thema war natürlich die Fassade. Bürogebäude haben ihre eigene Gesetzmäßigkeit, die haben ein Raster, brauchen viel Glas, speziell in der Situation, weil das Grundstück eben sehr tief ist, zwar ca. 20 x 20 Meter und wir das Licht natürlich bis ganz nach hinten bringen mussten, also großflächige Verglasung. Wir haben dann einen sehr abstrakten Bezug zur historischen Bebauung genommen. Wir wollten kein reflektierendes Gebäude haben, haben der Glasfassade eine Lamellenfassade aus satiniertem Glas vorgesetzt und haben auf sehr abstrakte Weise auf diese Putzfassaden dann reagiert. Das hat nicht nur im Äußeren... Das hat auch innenräumliche Qualitäten. Denn diese Lamellen sind natürlich richtige Lichtkörper. Das Dachgeschoss bietet 360 Grad Windblick. Das ist eine spezielle Situation. Man ist nicht über den Dächern, man ist in den Dächern. Und das ist schon erstaunlich, welchen Bezug man da zur Stadt hat. Und aufgrund dieses Raumangebot, das ist das auch diskutiert worden, ob man das nicht öffentlich nutzen könnte. Und der Bauer hat lange gewartet, bis er einen Betreiber gefunden hat, aber er hat es letztlich gemacht. Und es ist auch dadurch in seiner Funktion angereichert worden und einfach der Öffentlichkeit zugänglich. Hoch 2, wahrscheinlich auch bekannt, dem Hochhaus ist ein städtebaulicher Wettbewerb vorausgegangen und die Form des Hochhauses ist eigentlich aus der städtebaulichen Disposition entstanden. Wir haben bei dem Viertel 2 das erste Mal erkannt, dass hohe Dichten, und das war eine sehr hohe Dichte, die zu bewältigen war, sehr gut mit freien Formen bewältigbar sind. Dass es Raumqualitäten gibt, die einfach mit rektangulären Strukturen in der Form nicht zu erreichen sind, weil Enge und
bei diesen Formen eigentlich weniger Rolle spielt, weil es immer wieder Möglichkeiten gibt, in eine andere Richtung zu schauen. Und das Hochhaus war eigentlich Resultat dieser städtebaulichen Überlegungen. Natürlich auch eine Frage, natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der Form, weil die Hochhäuser in Wien, 80 Meter hoch, 1000 Quadratmeter Grundfläche wird gefordert, damit das wirtschaftlich ist. Das wird meistens sehr plump. Und wir haben uns, glaube ich, dieser Problematik entzogen, indem wir in sich abgeschlossene Form angeboten haben, die eben dieses Problem nicht hat. Es war schon relativ mutig von dem Bauherrn, sind Investoren, dieses Projekt zu realisieren. Das war als normales Mietobjekt geplant und dass dann die OMV das gemietet hat, war natürlich großartig und das ganze Quartier konnte fertig gebaut werden, aber es war schon großartig von diesem Investor, dass der mit so viel Qualität an die Sache herangegangen ist und natürlich auch, man kennt glaube ich das Viertel 2, sehr viel im Außenraum gemacht hat. Ja, das sind dann Innenraumfotos. Bevor ich zum ersten Campus komme, noch ein Bürogebäude. Es ist eigentlich das radikalste Bürogebäude, das wir bis jetzt gebaut haben. Borealis Linz im Chemiepark. Natürlich eine ziemlich unwirtliche Gegend mit unterschiedlichen Gebäuden aus allen Zeiten. Wir haben dann, es sollte das Headquarter von Borealis sein, die erzeugen Kunststoffgranulate für die Industrie, ist eine Tochterfirma der OMV, eine Tochtergesellschaft der OMV. Und wir haben dann so reagiert, dass wir eigentlich den ganzen Schwerpunkt ins Innere des Gebäudes gelegt haben. Das Gebäude hat eine unglaublich interessante Statik. Es ist ein Großraumbüro, nicht nur geschossweise, sondern über alle Geschosse. Das ganze Haus kommuniziert zusammen. Das ist zum einen eine brandschutztechnische Meisterleistung und zum anderen eine statische. Wie immer mit meiner Haferl, mit denen wir seit, ich glaube, 20 Jahren zusammenarbeiten und die für uns ein ganz wichtiger Partner sind, denn viele unserer Entwürfe ist einfach auch durch die Innovationskraft dieses Büros entstanden. Das Bürogebäude steht nur auf einem Ring von Stützen mit Unterzügen und die Decken kragen aus und sind so ausgebildet, dass sie sich die Waage halten. Man glaubt nicht, dass sowas funktionieren kann. Wir haben dann die Zonierung des Grundrisses, das ist diese Stützenreihe. Außen sind die Arbeitsplätze und im Inneren ist ein Atrium, da sind die ganzen öffentlichen Funktionen, Teeküche, Besprechungsräume und so Relaxzonen angeordnet. Und wir haben dieses innere Atrium jeweils um ein Drittel gedreht. Und da ist dann so ein Raum entstanden, der von allen Ebenen, wo es immer wieder wunderbare Ein- und Ausblicke gibt. Und der Mitarbeiter hat bei der Eröffnung des Hauses gesagt, früher war mein Arbeitsplatz mein Schreibtisch, jetzt ist es das ganze Haus und das war ein riesiges Kompliment für uns. Leitsystem in dem Haus, wie auch bei vielen unseren Projekten, hat Ingeborg Kumpf-Müller gemacht, die unsere Arbeit auch schon sehr viele Jahre begleitet. Das sind so die Einblicke in das Gebäude. Jetzt erst die Campus. 8 Jahre haben wir an dem Projekt gearbeitet, fast ausschließlich das ganze Büro und sehr intensiv. Und ich muss sagen, das hat uns an die Grenzen gebracht. Nicht die Arbeit am Projekt, sondern der Umgang mit den Strukturen, die so ein Großprojekt mit sich bringt. Und ohne unsere Mitarbeiter und ohne dieses wahnsinnig engagierte Team und vor allen Dingen natürlich den Gavin Reh, wären wir eigentlich gescheitert oder wir waren oft kurz davor, das Handtuch zu strecken, weil es war wirklich eine unendlich anstrengende Zeit, trotz tollen Bauherren und viel Unterstützung. Aber es haben einfach solche Großstrukturen für Bürostrukturen, wie wir es sind, natürlich auch ihre Tücken. Aber die Arbeit hat sich, glaube ich, gelohnt. Wir haben viel dabei gelernt,
auch das, dass wir so ein großes Projekt eigentlich nicht mehr machen wollten. Es ist nämlich kein Gebäude, sondern es ist eine Stadt in der Stadt. Es ist ein Arbeitsplatz für 5.200 Mitarbeiter mit der gesamten Infrastruktur, also riesig, 120.000 Quadratmeter groß. Ja. Standort ist bekannt am ehemaligen Südbahnhof. Es ist ein stadtstrukturell sehr, sehr interessanter Ort mit Gründerzeitbebauung, Glacis vom Belvedere, Schweizergarten und dann dahinter die Bahnhof City. Es hat für diesen Standort natürlich einen Masterplan gegeben von Albert Wimmer und Theo Hotz, der im Wesentlichen ganz logisch die Straßenzüge der Gründerzeitbebauung vorzieht, aber interessant eine sehr klare Stadtkante zum Schweizergarten hinbildet. Es sind so Hofstrukturen, 35 Meter hoch war das, teilweise mit Niederrhein und hier Platzraumbildung. Bevor wir mit einem Projekt beginnen, versuchen wir immer zu diskutieren, was wollen wir erreichen. Und beim ersten Campus, als erster Baustein dieser gesamten Bebauung, haben wir festgelegt, wir wollen einen urbanen Stadtteil erzeugen, schaffen und wir wollen gleichwertig gute Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter schaffen. Das hat natürlich Konsequenzen auf die Konzeption und wir sind mit diesen Strukturen dann nicht zu Rande gekommen. Wir haben es versucht. Das ist eines dieser, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Modelle gebaut. Wir haben zuerst in diesen rektangulären Strukturen versucht, Lösungen zu finden, aber es hat immer einfach Benachteiligte gegeben. Wir hatten immer den Wunsch, dass das durchfiltert, dass es keine nicht nur die privilegierte Seite zum Park gibt und dann die dem Park abgewandte Seite. Wir haben dann begonnen, schon aus der Erfahrung vom Viertel 2 mit freien Formen zu spielen und das ist dann das Ergebnis. Wir haben eigentlich genau das Umgekehrte vom Masterplan gemacht. Wir haben den Block gesprengt und haben eine sehr offene Raumsituation geschaffen, die den Schweizergarten in das Quartier hereinholt. Durch die Geometrie und die Höhenstaffelung, das ist das Wettbewerbsmodell, durch die Geometrie und die Höhenstaffelung sind innen und außen im ersten Campus vollkommen aufgehoben. Die Stadt ist Teil des Campus und der Campus ist Teil der Stadt. Also die Räume gehen ineinander, fließend ineinander. Uns war auch wichtig, in dem Quartier keine Rückseite zu erzeugen, sondern dass dieser Gebäudekomplex rundum seine Qualitäten hat und haben immer wieder also eigentlich Raum der Stadt zurückgegeben mit Ein- und Ausbuchtungen. Ich mache, das war auch als Wettbewerbsmodell, einen Rundgang, das präsentiert sich heute so. Das ist die Ansicht am Gürtel mit dieser großen Raumnische, die jetzt nicht nur von außen Vorteile bringt, weil sie das Volumen strukturiert, sondern auch von innen fantastische Blickbeziehungen zur Stadt bringt und den Gürtel in eine ganz andere Dimension bringt. Das ist dann die Mommsengasse. Das ist eigentlich der ganze Anlieferungsbereich, den wir, glaube ich, auch relativ anständig hingebracht haben. Geht es in die Arsenalstraße und dann Richtung Belvedere. Wir sind... Dieses Projekt war natürlich im Rahmen der Widmung nicht realisierbar. Wir mussten um eine Umwidmung ansuchen. Und im Zuge dessen sind wir in die Weltkulturerbe-Diskussion geraten. Berühmter Canaletto-Blick, der mittlerweile natürlich so nicht mehr ausschaut, aber wir sind der Gegenschuss. Und wir sind eigentlich in der Gegenrichtung vom Canaletto-Blick. Und da ist man dann drauf gekommen, dass das vom ersten Campus sichtbar ist. Und das aber nur auf die ersten 58 Meter vom unteren Belvedere Richtung oberes Belvedere zwischen den Walmdächern vom oberen Belvedere. Das Rote war sichtbar. Und das war dann nicht möglich. Wir mussten in den Fachbeirat, der sich der Meinung angeschlossen hat, dass das nicht möglich ist, dass der erste Campus rausschaut. Das war natürlich ein Riesenproblem für uns. Wir mussten nämlich das Gebäude um 7 Meter, den höchsten Bauteil um 7 Meter reduzieren. Was bedeutet hat, dass diese Silhouette, die wir und diese Höhenstaffelung, die wir angeboten haben, überhaupt nicht mehr vorhanden gewesen wäre. Wir hätten die Fläche, die wir verloren haben, das ist der höchste Baukörper, hätten wir hier erhöhen können, also alles gleich hoch machen. Und für uns war das absolut unverständlich, dass die Stadt so ein riesiges Neubauprojekt bewusst verschlechtert, nur um
dem Weltkulturerbe der Vorauseilenden gehorsam zu sein. Das war für uns, und wenn man weiß, was jetzt für Entwicklungen laufen, ist es gänzlich unverständlich, dass man da so unterschiedliche Maßstäbe anwendet. Man hat schon das Gefühl, die Stadt weiß eigentlich nicht wirklich, was sie will. Also sie hat keine Vision, das sind einfach immer Zufälle, wie halt, wer halt gerade anscheinend der Bauwerber ist. Also uns hat das riesige Probleme bereitet. Wir haben dann ein Modell 1 zu 50 gebaut, um das zu simulieren. Das war ein Riesending. Da konnte man aber wirklich hineingehen und das hat das Raumerlebnis vermitteln können. Und da, glaube ich, haben sie auch zum ersten Mal erst wirklich gecheckt, die Bauherren, was das wird. Und waren dann bereit, von dem ganzen Baukörper ein Geschoss herunterzunehmen, damit die Proportion in sich wieder stimmt. Wir haben ihnen nachgewiesen, dass wir die Arbeitsplätze unterbringen, aber es ist natürlich schon großartig, es war großartig, dass die wirklich auf viel Fläche verzichtet haben, einfach um den Entwurf zu retten. Und ja, unsere Modelle sind dann immer größer geworden und detaillierter. Es war natürlich ein Riesenthema, im Grunde genommen monofunktionale Nutzung und Headquarters von Banken sind normalerweise abgeschlossene, unzugängliche Gebilde. Und wir wollten aber schon eine Öffentlichkeit haben. Wir wollten einen urbanen Stadtteil erreichen und haben schon im Wettbewerb große Flächen angeboten, wo wir alle inneren öffentlichen Funktionen untergebracht haben. Aber das war natürlich noch zu wenig und es ist dann lange diskutiert worden, und wirklich sehr intensiv und ernsthaft, wie man diese Flächen füllen kann. Geschäfte waren natürlich keine Option, weil in der Nähe der Bahnhof, das Shopping Center ist das riesige. Wir haben dann auf Kultur gesetzt, also die erste Stiftung wird hier einziehen. Das ist, heißt Financial Life Park. Das ist ein Museum der Geldwirtschaft, wo die Chancen und Risiken des Geldes vermittelt werden. Das ist eine ganz interessante, völlige Neugründung eines Museums. Wir konnten bei all diesen Prozessen dabei sein, wo Leute gesucht wurden, die das dann auch inhaltlich weitertreiben und auch gestalterisch. Also das war unheimlich spannend für uns. Und ja, und am oberen Teil ist Gastronomie. Da gibt es einen Kindergarten, den die Feria Garachansede gemacht hat, aber über die einzelnen Planer. Im ersten Obergeschoss ist dann der halböffentliche Bereich. Ja, und wir haben sehr viel über die Nutzung dieser Zonen diskutiert. Und ursprünglich war es so, dass es hier Zutrittskontrollen gegeben hat, eigentlich logisch für eine Bank. Und dann hat sich die Bank entschieden, in dem gemeinsamen Ringen, um irgendwie dieser Öffentlichkeit, das Atrium für die Öffentlichkeit, für die Allgemeinheit zu öffnen. Für uns war das wahnsinnig, weil dass eine Bank sich dermaßen öffnet, das war unglaublich. Das hat ein Jahr längere Planungszeit bedurft, weil wir waren schon sehr weit in der Planung. Das ganze Sicherheitskonzept musste neu geplant werden. Also das war schon Mitarbeiterrestaurant vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss. Also das waren wahnsinnige Umplanungen. Aber wir waren alle begeistert dabei, weil wir natürlich das fantastisch gefunden haben, dass das gelingt. Das ist der Zugangsbereich. Es gibt auch ein wunderbares Kunst am Bauprojekt von der Katrin Romberg kuratiert. Das ist der Roman Ondak, der mit den Stützen, die wir verwendet haben im Eingangsbereich, das sind so Stahl-Kleeblattstützen, er hat einfach nichts Neues hinzugefügt, sondern hat die verwendet und hat sie lose zwischen unsere eingestreut. Es soll die Vergänglichkeit symbolisieren. Finde man wunderschöne poetische Arbeit. Wie überhaupt die meisten Künstler sich sehr auf unser Projekt bezogen haben, das ist dann dieses Atrium. Wir haben das als Stadtplatz konzipiert. Es ist ein stützenfreier Raum, der wirklich schon ein besonderes Raumerlebnis bietet. In diesen Raum sind Gärten eingeschnitten. Grünraumplanung Aubeck Karas, mit denen wir auch schon seit Jahren arbeiten, haben hier großartige Ergänzung geboten. Also was die aus diesen angebotenen Räumen gemacht haben, das sind schon wirklich Erlebnisräume geworden und alles und sehr atmosphärisch. Es gibt dann auch Rückzugsbereiche, wo wir mit Raumschallen dann so mit so Paravents Aufenthaltsbereiche angeboten haben. Eben durch diese Öffnung des Atriums muss man natürlich ein paar Bereiche schaffen. Das ist das große Auditorium von innen,
wo 35 Meter Bogenträger das frei überspannen. Und im ersten Obergeschoss gibt es eine Raumsequenz. Man kann das ganze erste Obergeschoss umschreiten und erlebt den Raum aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Gehe jetzt in die Gärten. Das Interessante am ersten Campus ist, also diese Innenhöfe verbinden sich doch dann mit dem Gartenhof. Also dieser Garten ist 8000 Quadratmeter groß, intensiv bepflanzt und bietet den Mitarbeitern als Erholungsraum. Und in der Begehung des Hauses ist nach alle 5 Meter hat man völlig anderes Raumgefühl und ein anderes Bild. Das ist wirklich das Besondere des ersten Campus. Und durch das Anheben des Gartendecks auf 2 Geschosse hat der erste Campus im Inneren einen völlig anderen Maßstab als im Stadtraum. Das ist schon erstaunlich, dass so eine hohe Dichte ist, fast 5,0, eigentlich so frei und offen und großzügig bewältigbar ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Stimmungen. Mittlerweile haben wir schon Bilder von heuer Kirschblüte, es ist ein Kirschgarten. Und der Raum wird mittlerweile intensiv von den Mitarbeitern genutzt. Das sind einfach die unterschiedlichen Bezüge zum Stadtraum. Ab dem zweiten Obergeschoss beginnt die Bürowelt. Das ist natürlich die Hauptnutzung in dem ganzen Gebäude. Wir haben die Stiegen, im Grunde genommen sind die alle gleich organisiert. Wir haben die Stiegen konsequent nach innen gelegt, um an den Fassaden vollkommen frei und ohne jede Bindung die bespielen zu können. Es ist so, dass sich die Arbeitswelt ja relativ rasant ändert. Wir haben das in den letzten 8 oder 10 Jahren beobachtet. Jedes Jahr gibt es eine neue Philosophie, wie gearbeitet wird. Und wir sind der Meinung, dass man robuste Gebäude zur Verfügung stellen muss, die eigentlich alle jetzigen und zukünftigen Organisationsformen aufnehmen können. Wir halten nichts davon. Büroconsulter neigen dazu, in Wettbewerben so Vorgaben zu machen. Jetzt tun wir das geschehen und jetzt tun wir das. Und wir sind der Meinung, dass wir können nicht nach jedem Jahr eigentlich Gebäude hinterlassen, die nicht mehr nutzbar sind. Und die sind alle gleich organisiert. Man kommt über den Erschließungskern in der Cafeteria mit 2 Besprechungsräumen und dann in die Abteilungen. Statisch interessant, es gibt keine einzige tragende Wand entlang dieser ganzen Fassade. Es wird alles über die Erschließungskerne ausgesteift. Und hier sieht man, glaube ich, schon, dass man aus den einzelnen Bürogeschossen immer wieder die Durchblicke hat und Blickbeziehungen, so gleich sie organisiert sind, so individuell sind eigentlich die einzelnen Bereiche aufgrund ihrer Lage zum Stadtraum und aufgrund ihrer Blickbeziehung zum Hof. Das waren noch Renderings vom Innenraum, das sind jetzt schon die Bilder. Wir haben die Bürogeschosse so hinterlassen oder übergeben. Es war so, auf unsere Anregung hin sind verschiedene Architekten eingeladen worden, die Innenraumeinrichtung zu machen. Wir waren der Meinung, das Haus ist so groß, das vertragt unterschiedliche Atmosphären. Wir wollten eigentlich gar nicht alles selber einrichten. Und haben dann, waren so kleine Wettbewerbe und ursprünglich waren EOS für die Bürowelt ausgewählt. Der Gregor Eichinger für das Mitarbeiterrestaurant, der Hermann Tschech für die Cafeteria. Aufgrund von Wechsel in der Wechsel von Zuständigkeiten ist das alles dann neu überlegt worden. Die haben Entwürfe gemacht. Das war auch sehr schön, die Zusammenarbeit. Auch die Ergebnisse waren für uns großartig. Und dann sind aber alle Planer ausgetauscht worden. Und ich muss sagen, das war schon eine schwierige Phase für uns, weil da viel an Vertrauen auch unsererseits verloren gegangen ist und ein bisschen atmosphärische Eiszeit eingetreten ist aufgrund dessen, also zwischen der Projektleitung und uns, einfach weil all diese Planer ausgetauscht wurden. Und wir das einfach nicht verstanden haben. Wir haben die Gründe nicht verstanden. Das sind dann die Bürogeschosse, so wie das jetzt gemacht ist. Es wird im ersten Campus ausschließlich im Open Space gearbeitet. Desk-Sharing, also niemand hat mehr einen zugewiesenen Arbeitsplatz. Jeder muss sich seinen Schreibtisch in der Früh suchen. Das schaut dann so aus.
auf Betreiben von Aubich Karas und uns gehen noch die Grüninseln zurück. Die muss man nämlich schon zum relativ frühen Stadion fixieren, weil die statisch relevant waren. Und das konnte man retten, dass alle Gebäudeenden einfach nicht privatisiert werden, sondern die stehen der Büroöffentlichkeit zur Verfügung. Das sind Relaxzonen. Die Grundrisse sind wirklich trotz ihrer speziellen Geometrie sehr flexibel. Das ist das Vorstandsgeschoss. Auch die Vorstände sitzen im Open Space. Wir haben den ein bisschen anders behandelt. Wir haben einzelne Raumbereiche nur durch Möbel und durch Akustikelemente abgetrennt. Wir wollten, dass der Gesamtraum erhalten bleibt, um die Geometrie einfach auch im Innenraum allseits zu spüren. Das ist in den Regelgeschossen leider nicht mehr der Fall. Ja, das schaut dann so aus. Im 12. Obergeschoss, im selben Grundriss, sind große Veranstaltungsbereiche, Foyerbereich mit Blick über die Stadt, die Veranstaltungsräume. Und dank Weltkulturerbe haben wir einen Wintergarten. Wir haben uns den Scherz erlaubt, genau in der Sichtachse unterhalb in so einen schrägen Raum hinaufzubauen, damit wir das für ewig und immer festhalten. Es ist ein ganz schöner Wintergarten geworden mit tollem Blick über die Stadt. Noch einmal ganz schnell zurück zum Rohbau. Ich denke, jeder wird sich noch erinnern können an diese filigrane Konstruktion von meiner Haferl. Die sind wirklich an die Grenzen gegangen, aber durch diese dünnen Decken haben wir ein ganzes Geschoss gewonnen und uns natürlich dadurch wahnsinnig viel Freiheit am Grundstück erarbeitet. Deshalb wirkt es auch so luftig und leicht. Das sind diese Innenhöfe, die Konstruktion der Atriumdecke, das sind Brückenträger, die bis zu 40 Meter spannen. Sie sind nach oben gebaut worden, weil man oben ja Topografie baut, braucht, um die Bäume pflanzen zu können. Das ist die Konstruktion des Saales. Und noch ein paar Impressionen, also die Herstellung von Charakter, Atmosphäre, Stimmung war ein großes Thema. Für uns ist von Anfang an eigentlich diskutiert worden, es ist jetzt diese Saalwand. Wir haben schon in einem sehr frühen Stadion mit dem Bauherrn ein Moodbook erstellt, wo wir festgelegt haben, wie wir vorgehen werden, weil es ist ein Riesengebäude, muss es eine Strategie geben bezüglich Materialität. Wichtige Punkte waren Transparenz und Authentizität. Die erste hat gesagt, das, womit wir umgeben, das soll symbolisieren, wer wir sind. Und wichtiges Thema war natürlich die Fassade. Wir haben ursprünglich im Wettbewerb keine Holzfassade gehabt, haben aber dann nach einem Material gesucht, weil der erste Campus ist, wir haben diese Stadtlandschaft genannt und wir haben einfach nach einem adäquaten Material gesucht, das einfach diese Stimmung dieses Gartendecks widerspiegelt und sind dann auf Holzfenster gekommen. War natürlich gar nicht so einfach, weil wir sind im Hochhausbereich, aber im Hochhaus die Fenster darf man aus Holz machen. Und wir haben gesagt, das sind halt alles Fenster, die aneinander gestellt sind und das war dann auch so. Haben sie als solches durchgehen lassen. Die innere thermische Fassade ist in Holz und die Glasmembran, geschützt durch eine Glasmembran. Wir mussten die ganze Fassade sowohl in Holz als auch in Alu planen, weil man nicht gedacht hat, dass es möglich ist, eine Firma zu finden, die 40.000 Quadratmeter Holzfassade liefern kann. Und für uns war es sehr erstaunlich, und ob man da kostenmäßig überhaupt zu Rande kommt, für uns war es total interessant, dass die Stahlindustrie Angebote für die Holzfassade abgegeben hat, weil sie erkannt haben, das ist vielleicht schon die Zukunft. Die haben sich einfach mit der Holzindustrie verbündet und haben gemeinsam abgegeben. Und letztlich haben wir die Fassade bekommen, die wir haben wollten. Bei den Fassaden, diese Doppelfassaden haben natürlich den Vorteil, dass sie keine Sonnenschutzglas brauchen und die Transparenz erhalten bleibt und das Holz also wirklich, was die Anmutung im Inneren und im Äußeren betrifft, erhalten bleibt. Die gesamte Materialisierung und Bemusterung war ein Riesenthema. Wir haben versucht, möglichst viel natürliche Materialien hineinzubringen und haben auch versucht, das Handwerk selbst bei so einem großen Bau zu Wort kommen zu lassen. Da haben wir sie fast überfordert mit unserem Anspruch, tausende Quadratmeter mit Kalkglätte zu beschichten. Also das ist gelöster Kalk, den hat der Vorarlberger Firma
3 Monate lang hat er nur Kalk gelöscht und das dann nach Wien auf die Baustelle gebracht, hat auch die Handwerker in Wien, also die Maler in Wien, angelernt, wie man das aufträgt, hat teilweise selber Hand angelegt. Und für uns war das schon fantastisch, dass man in so einem riesigen Komplex also wirklich nur Handwerk spürt und das auch durchsetzen kann. Das bestimmt natürlich wesentlich die Atmosphäre vor dem Gebäude. Der Atriumboden ist aus geschliffenem Beton. Die Kieselsteine kommen aus der Donau und sie sollen so eine Referenz an die Länder sein, die an der Donau liegen, an denen die erste Bank eben ihre Geschäfte macht. Und es gibt dann noch Holz, das ist Lehmkasein, das ist ein weiteres Material, mit dem wir Wände und Möbel beschichtet haben, das eine sehr schöne Oberfläche und Atmosphäre gibt. Das waren Farbstudien, das sind alles Naturfarben, Lehmfarben. Wirklich super, dass wir das machen konnten. Wir haben diese Möbel auch teilweise mit Metall beschichtet. Und für die Atriummöbel, also wir haben alle öffentlichen Bereiche eingerichtet und für die Atriummöbel haben wir die Grundrisse des Hauses verwendet, haben sie zerschnitten, ein Puzzle draus gemacht und mit diesen Figuren kann man ganz viele Raumkonstellationen herstellen, offene, fließende, geborgene Räume, die in Beziehung stehen und die miteinander sprechen. Und das ist genau das, was wir mit dem ersten Campus in der Stadt erreichen wollten und eigentlich mit unserer ganzen Arbeit. Danke. Ja, danke Martha für den tollen Vortrag. Wieder der übliche Hinweis, es können jetzt natürlich Fragen gestellt werden. Was mir vielleicht, wenn es noch keine gibt, dann frage ich einmal. Also was mir schon fasziniert, ist ja der Umstand, du hast ja ein bisschen untertrieben, wo du gesagt hast, irgendwie, ihr habt ja in der Zeit ja nur den ersten Campus gemacht, das stimmt. Ihr habt doch auch noch das eine oder andere Einfamilienhaus in der Zeit, das ist mit 2 Höfen. Aber das ist ja schon faszinierend, weil jetzt seid ihr ja nicht ein Büro mit Dutzenden Mitarbeitern, sondern eigentlich ein fast schon unverschämt kleines Büro und ihr schafft es vom Städtebau bis zum 1:1 Detail, das in einer einfach schon sagenhaften Präzision heute noch, weil ich glaube, das ist ja doch ein bisschen, haben sich die Zeiten ja diesbezüglich auch geändert, was die Möglichkeiten anbelangt, jetzt diese Konzepte so beinhart durchzuziehen. Ihr schafft es trotzdem. Kannst du da das eine oder andere Geheimnis preisgeben? Total ein Satz, viel Arbeit und tolle Mitarbeiter. Also der Gavin Rey ist natürlich ein Detailgenie und er kann auch Projekte strukturieren und das so organisieren, dass es machbar ist. Und wir sind natürlich auch voll dabei. Der Dieter und ich haben ja auch voll all die Jahre daran gearbeitet. Ich speziell, ich habe fast überhaupt nichts anderes gemacht. Und das ist natürlich, macht sich bezahlt. Wir haben keine Professur, man muss auf einiges verzichten. Entweder wir haben uns halt für die Büroarbeit entschieden und dadurch, dass wir natürlich anwesend sind und selber auch sehr viel machen, ist das möglich. Ja. Aber wir haben nicht sehr viel gleichzeitig gemacht, weil die Projekte, die realisiert worden sind in der Zeit, die Entwürfe sind längstens vorher gewesen. Das Einzige war die PEMA und ein Familienhaus. Das ist Apartmenthaus, oder? Das war das nicht auch in der Zeit? Aber naja, der Wettbewerb war vor, das hat wahnsinnig lange gedauert. Der Wettbewerb und die Ausführungsplanung haben wir da eigentlich fast davor gemacht. Und wie siehst du das? Es ist doch jetzt tatsächlich so, dass ja die Zeiten ja, was Freiheit anbelangt, jetzt sich auch über Dinge hinwegzusetzen. Ich denke jetzt bei der Sovi, dass man quasi auf einem benachbarten Grundstück baut. Also diese Originalität ist ja ein bisschen verloren gegangen. Ihr habt es ja dann trotzdem auch in Wien, da beim ersten Campus, doch ein bisschen geschafft, indem ihr eben, wie du ja gesagt hast, den Masterplan oder den Städtebau ja doch mit viel Risiko eigentlich ein bisschen umschifft habt. Es ist aber doch so, dass wohl der Arbeitsaufwand, um genau das zu erreichen, doch wahrscheinlich ein anderes. Oder ist das von eurer Sicht nicht so im Vergleich zu früher, um solche Ergebnisse zu erzielen? Wie siehst du das?
Nein, wir machen eigentlich immer das, was wir für richtig halten. Und Tatsache ist natürlich schon, dass heute das Risiko viel größer ist. Wenn das ein öffentlicher Wettbewerb gewesen wäre, hätte man den gar nicht gewinnen können, weil das hätten andere geklagt und das geht gar nicht mehr laut Vergabegesetz. Aber es war ein geladener Wettbewerb und irgendwie die Teilnehmer, die anderen, die jetzt da verloren haben, denen ist es nicht wirklich eingefallen, da das einzuklagen. Aber so wie wäre nicht mehr möglich. Das geht gar nicht mehr. Ich meine, das finde ich irrsinnig schade, weil die Ausschreibungen müssten eigentlich darauf reagieren, Wettbewerbsausschreibungen. Die müssten so großzügig gehalten werden, damit einfach mehreres möglich ist, weil diejenigen, die ausschreiben, haben ja immer schon ein Bild vor Augen, wie etwas sein könnte und wissen oft gar nicht, was sie mit einem Satz vernichten, was gar nicht mehr möglich ist. Und heute ist das eben gefährlich. Früher war das kein Problem. Der Rainer hat sich nicht reinreden lassen, wer da gewinnt. Und es war damals auch nicht üblich, dass jemand geklagt hat. Das war absolut unüblich. Du hast gesagt, ihr wollt jetzt sowas Großes nicht mehr machen. Heißt, jetzt kommt die neue Welle der Einfamilienhäuser von Henke Schreck? Oder? Regeln. Ja, das eine oder andere macht es ja schon. Das wollte ich nämlich eh fragen. Nein, aber es ist wirklich, man muss auf zu vieles verzichten. Man muss so vieles andere kann man nicht betreiben, wenn man sich mit so einem großen Projekt beschäftigt. Und abgesehen davon, die Frage wird sich ja gar nicht mehr stellen. Ich meine, sowas ist eine einmalige Chance, die man im Leben hat. Und speziell in Österreich, dass so ein großes Projekt nicht zerstückelt wird auf 20 Architekten, sondern dass das ein Team machen kann, das ist ja ganz unüblich. Und das wussten wir, die Chance haben wir ergriffen. Einmal reicht's. Und das Thema Bürobau, wird es weiter ein Thema bleiben? Es ist irgendwie, ist es jetzt Zufall oder nicht? Ich meine, ihr habt euch jetzt doch die letzten Jahre vorher, waren es ja eher unterschiedliche Themen, ich denke jetzt einmal Schulbau unter anderem. Ja, und dann ist es jetzt der ein Zufall, einfach, ja, ist es jetzt einfach ein Zufall, dass jetzt die Büros jetzt ein bisschen. Es ist leider Gottes so, dass das war nach dem K47 sind wir eingeladen worden zum Viertel 2. Wenn jemand ein Büro gebaut hat, wird er zum nächsten eingeladen. Das ist ein Teufelskreis. Aber wir werden aus dem einfach ausbrechen, indem wir uns die Themen wieder selber suchen und an so einem Wettbewerb beteiligen, wo wir uns wieder mit anderen Dingen beschäftigen können. Aber so, wir sind da dann so reingerutscht. Eigentlich hat uns Büroba überhaupt nie interessiert, aber es war für uns dann doch interessant, was räumlich machbar ist, wenn man auf die unterschiedlichen Situationen reagiert, dass das doch nicht so eine stereotype Aufgabe ist, sondern dass da räumlich doch einiges möglich ist. Vor allem, es gibt ja dann immer doch wieder städtebauliche Akzente, ja, die man damit setzen kann, aber sogar mit kleineren Objekten. Also das K47 ist ja sicherlich also markant im städtebaulichen Ensemble. Das führt mich jetzt auch noch zu einer Frage, und zwar, wir haben ja heute mit dem Thema, wenn es um Städtebau und Planung geht, was ist ein bisschen angerissen, in Wien ja damit zu tun. Jetzt die Frage, die jetzt immer diskutiert wird oder nicht diskutiert wird, sondern sie wird quasi, da gibt es eine Richtung, die heißt, man geht jetzt, gerade wenn es um Städtebau geht, weg vom Wettbewerb und hin zum kooperativen Verfahren. Ich glaube, ich kenne deine Meinung eher, aber du kannst es vielleicht nur einmal sagen. Ne? Ja, wenn kooperative Verfahren so wie sie laufen in Wien, finde ich das fatal, weil im Grunde genommen lässt man sich falsche Vorgaben von Fachleuten absegnen und das kann es nicht sein. Also ein kooperatives Verfahren ist dazu da, um Rahmenbedingungen festzulegen und um alles zu hinterfragen. Was verträgt der Ort, welches Volumen, das wäre durch die ureigenste Aufgabe eines kooperativen Verfahrens. In Wien wird es so gemacht, die Rahmenbedingungen werden vorgegeben, dann holt man sich Fachleute und lässt es absegnen. Das kann es nicht sein und deshalb bin ich ein strikter Gegner dieses Verfahrens. Und da sind, wenn das seriös gemacht wird und da wirklich intensiv gearbeitet wird und eben alles in Frage gestellt werden kann, dann spricht nichts gegen das Verfahren, aber nicht so, wie es in Wien ist, das immer schwierig. Da muss man immer aufpassen, wenn sowas neu eingeführt wird, dass das nicht gleich wieder benutzt wird für die eigenen Zwecke, um gewisse Dinge steuern zu können. Also da bin ich immer grundsätzlich skeptisch. Ja, okay. Eine Frage. Und zwar einerseits auf dem Zentralbahnhofgelände steht ja auch das Headquarter von der ÖBB, was also ein sehr anderes Ding ist als hier. Aber die Frage zu dem Gebäude, das wie gesagt Open Space und Technik ist, zu welcher Hierarchiestufe gilt denn das? Bis zum Vorstand. Der Vorstand sitzt auch im Open Space. Ja, das habe ich ja gezeigt. Das haben wir eingerichtet. Die sitzen. Das war natürlich ein langes Thema. Ursprünglich war das ganz klassisch geplant. Assistentinnen zwischen den Vorständen, wie es halt in jeder Bankfiliale ist. Aber es hat dann öfter Gespräche auch mit Herrn Treichel gegeben und das
Sie waren dann der Meinung, wenn Sie das Ihren Mitarbeitern abverlangen, müssen Sie das selber auch machen und Sie haben es wirklich durchgezogen. Sie sitzen im Open Space. Ah, das war Wettbewerb. Aber das ist nie zur Diskussion gestanden, glaube ich. Also an mir ist das vorübergegangen. Aber an mir ist das vorübergegangen. Also ja, aber das war eigentlich kein Thema einer Auseinandersetzung. Das war Wettbewerb und dann ist es gestanden. Wurde nie diskutiert. Genau. Ein bisschen mehr sich wieder einmischt im positiven Sinn, wenn es um so stadtplanerische Fragen geht. Also das beginnt beim kritischen Journalismus, aber hat sicher auch damit zu tun, dass die Architekten einfach wieder das werden sollen, was sie früher waren und was ihr immer zeigt, dass das ja heute auch noch Erfolg hat, nämlich kritisch zu sein, unangenehm zu sein, auf die Gefahr hinaus, dass man sich da und dort eventuell mal unbeliebt macht. Wir haben seit 20 Jahren keinen Auftrag von der Stadt Wien bekommen. Wir werden auch keinen mehr kriegen. Aber wir können auch ohne dem leben. Also Gott sei Dank. Aber es ist so, ja. Es ist so. Also ich war in Wettbewerbsjurien, wo ganz klar war, was da läuft. Aber habe ich gesagt, ohne mich. Aber dann haben sie mich halt nicht mehr eingeladen oder zur zweiten Phase nicht mehr dazugeladen. Ist auch passiert. Aber ist länger her. Weiß ich nicht, wie es jetzt ist. Ja, du hast, glaube ich, noch was sagen wollen. Weiß ich nicht. Ja. Das war ganz interessant. In der zweiten Stufe wären wir fast rausgeflogen mit unserem Projekt, weil da war plötzlich die Vorgabe, wir müssen den Masterplan einhalten. Das war für uns natürlich überhaupt nicht möglich mit dem Entwurf. Und wir haben die Möglichkeit, aufzuhören, ein neues Projekt zu machen oder eben weiterzumachen. Und wir haben uns halt für Weitermachen entschieden, das verfeinern. Und das ist uns dann als Arroganz ausgelegt worden, dass wir so quasi dem nicht gehorchen. Aber es hat Gott sei Dank eine tolle Jury gegeben, die hat gesagt, man kann es auch als Haltung bezeichnen und haben uns dann in die dritte Stufe mit gerade noch reingebracht. Und da haben wir es dann relativ, also haben wir es dann sehr eindeutig gewonnen. Aber erst in der dritten, also in der zweiten war das sehr kritisch. Das ist eigentlich von Haus aus eine dreistufig geplant oder nein. Nein, eben zweistufig, oder ihr wart dann im Stechen quasi noch. Ne? Genau. Ja. Neun Monate hat der Wettbewerb gedauert. Ja. Intensiv vorbei. Sehr kurz, ja. Bitte, ja. Sie haben vor kurzer Zeit den Wettbewerb zum Zürich oder Aufstockung Zürichhaus gewonnen. Was gab es da für Vorgaben? Oder, ja. Sollte dreigeschossig aufgestockt werden und ansonsten gab es keine Vorgaben. Die Brücken werden ja abgebrochen durch das Wien-Museum, werden ja die Verbindungsbrücken abgebrochen. Das Haus steht dann solitär und es ist darum gegangen, diese Aufstockung, das war geladener Wettbewerb, diese Aufstockung zu bewältigen. Und ja, wir haben das dann gewinnen können. Aber es war von den Vorgaben her war einfach dreigeschossige Aufstockung. Büros, ja. Zu nehmen. Dankeschön. Ich war gerade gestern in dem Campus, weil ich dort zu tun hatte. Also es ist schon spektakulär, ohne dass es peinlich ist. Das ist einmal mein Eindruck. Naja, es ist also
ich muss schon sagen, was ich da schon an Vorträgen gehört habe, und dann kommt man dorthin 5 Jahre später und das schaut aus, dass einem graust. Also ich will jetzt nicht die Projekte sagen, aber das ist nicht so selten, bitte, dass am Anfang Lobhudelei ist und dann kommt man dorthin und merkt nicht nur Baumängel, sondern funktionelles Versagen von oben bis unten. Aber ich muss jetzt auch sagen, weil das Bild gerade da so ist, also das Wohlbefinden hat das für mich nicht ausgelöst, wie ich dorthin gekommen bin. Es ist ein bisschen viel, sehr trocken, es war gestern ein sonniger Tag, natürlich sehr viel Beton, dieses Grün, was man da alles so toll sieht, das ist alles weiter oben. Dort kam ich nicht hin, herunten sind 3-4 Dutzend Bäume. Aber was wirklich ein städtebaulicher Sündenfall ist, und Sie kommen ja von der Akademie, und ich glaube, dort hat man auch in den 70er Jahren gelegentlich noch gehört, dass die Fassade nicht nur Teil des Hauses, sondern vor allem auch Teil des Ensembles oder der Straße oder des öffentlichen Raums ist. Und die Erdgeschosszone rundherum, aber speziell am Gürtel, wenn es dort gehen, ja, die ist jetzt verklebt. Da sind tolle Plakate drauf von der ersten. Das ist noch ein Ausbau. Das ist temporär, das ist noch im Ausbau, da wird noch ausgebaut. Bitte ändern Sie das schnell, weil wenn sich das reden Sie mit denen, das schaut jetzt hässlichst aus. Und wenn sich dort einmal Sandlerei und Sonstiges anlebt, ja, das kriegen Sie dort auch nicht mehr weg. Und unlängst habe ich in Hamburg erfahren, beim Zeitgebäude, aufgrund jetzt des Terrors allerdings, ja, die Büros im Erdgeschoss, die so toll transparent sind, will plötzlich niemand mehr haben, weil man Angst hat vor Terroristen, die Zeitungen bedrohen. Ja. Deswegen haben wir öffentliche Nutzungen im Erdgeschoss, das, genau aus dem Grund. Genau. Also wie gesagt, momentan ist das noch nicht toll. Ich war genau danach, bin ich mit der Linie D in die Stadt gefahren, das hat am Campus, am Unicampus, altes AKH zu tun. Hoffentlich sind Sie jetzt nicht beleidigt, aber das war wirklich Wohlbefinden. Ja, da kommt man rein und dann atmet man auf, bevor man in die Sitzung kommt. Ja, und dann, gut, vielleicht sollte es bei der ersten gleich das Arbeitsleid mitliefern vorher, aber das ist wirklich 100:1, das Ensemble, wenn man es betritt. Und ich kann nur ein 90-prozentiges Kompliment aussprechen. Okay, danke, trotzdem. Ist doch einfach so, oder? Aber wir haben schon ganz bewusst im Straßenraum sehr hart die Oberflächen gewählt und diese Grünfläche den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Und im Straßenraum müssen wir schon ein bisschen anders agieren und urbanistischer reagieren. Also ich glaube schon, dass das richtig war. No, aber das eine ist eine völlig andere Situation. Das ist eine völlig andere Situation. Kann man schwer vergleichen. Aber ich finde es eh gut, wenn jemand merkt, dass da irgendwelche Zettel geklebt sind, dann ist es wunderbar, dann könnten Sie selber das gleich wegnehmen. Dann hätte es auch einen Beitrag geliefert. Das hat ja viel auch mit einer Eigeninitiative zu tun. Ne? Ja, oder kann man ja drinnen fragen, ob das vielleicht wegnehmbar ist oder so. Ne? Weil Architekten ja, sind ja nicht die Hausmeister, um es einmal so zu sagen. Irgendwann einmal. Da kommt die erste Stiftung hinein. Das ist jetzt abgeklebt, weil der Innenausbau gemacht wird. Und das war übrigens, das war ganz toll, weil in dem Bereich, das waren eigentlich die ersten Bewohner des Hauses, haben sie eine Notschlafstelle für Flüchtlinge eingerichtet, letzten Herbst, wo diese prekäre Situation war. Und das hat uns unheimlich toll gefunden, dass die ersten Bewohner im ersten Campus auf der vollen Baustelle Flüchtlinge sind. Also das war eine tolle Aktion von der ersten. Genau. Nein, das wird die Stiftung. Das Museum ist auf der anderen Seite. Das ist zum Schweiz. Financial Life Park. Das wird ein Museum, wir haben immer so dilettantisch gesagt, Museum des Geldes. Das wird ein Parcours, wo man die Chancen und Risiken des Geldes didaktisch aufbereitet bekommt, hauptsächlich, glaube ich, für Schulen. Wir werden die Ersten sein, die dort sind. Ich weiß heute noch nicht, was ein Hedgefonds ist. Ich hoffe, ich erfahre das dort oder all diese Derivate oder wie immer. Ich glaube schon, dass das sehr interessantes Format wird. Aber es gibt es noch nicht. Und die Teilnehmer an dem Wettbewerb, das war toll, was die alles eingebracht haben. Und ich glaube, das wird wirklich ein tolles Format werden. Nein, das ist aber nicht die Stiftung, sondern das ist das Museum. Die Stiftung kommt auch dorthin. Aber Entschuldigung, ich habe falsch verstanden. Die erste Stiftung ist eine, ja. Hauptsächlich ist sie ein Eigentümer.
Das ist eine lange Geschichte, was die erste Stiftung ist. Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Weil eine Meldung jetzt zum ersten Campus da kam, möchte ich gerne eine Gegenmeldung machen. Das regt mir fast auf, die Meldung. Ich glaube, das ist grenzt fast an ein Wunder, dass man so ein Bauwerk in dieser Stadt mit diesen Firmen, die wir im Moment haben, Claim Management und so weiter, dass man sowas überhaupt zusammenbringt. Und ich muss da sagen, wenn ich durch die Stadt fahre, bin ich in der Regel bei den Neubaugebieten entsetzt und es ist mir peinlich, dass ich in Wien wohne oder dass sich Wien so entwickelt. Das ist das eins der wenigen Dinge, wo ich mir denke, super, das hat sich toll entwickelt, wirklich grandios. Ich glaube, das muss man ja von dem Hintergrund sehen, gerade wie du ja sagst, gerade der Hintergrund heute, mit jedem Tag gibt es eine neue Norm, die UEB-Richtlinien und alles und jeder Terrorisierte bis hin zum Projektmanagement, das glaube ich nämlich auch. Und es ist auch völlig okay, ich meine, ein gutes Gebäude, das, da gibt es immer Leute, die halt dann Kritik da antworten, das macht ja nichts. Das hält das Gebäude doch wunderbar aus, ist doch wurscht, oder? Es ist sogar verdächtig, wenn es nicht so wäre, oder? Jetzt steht das ja alles noch alleine, aber es wird links und rechts davon, werden diese anderen Blöcke hochgezogen und ich glaube, das wird schon ein ziemliches Problem werden, dass dann verschiedene Schauseiten einfach nicht mehr vorhanden sind und auch die Durchwegung gestört wird. Ne? Aber wir haben natürlich schon bewusst also diese Ein- und Ausstülpungen gemacht, damit aus den Büros dann immer noch der Blick in die Tiefe der Straße gewährleistet ist. Wir wissen ja, dass eine hohe Bebauung kommt. Das Problem ist nur, dass leider Gottes hat die Immorent das Grundstück verkauft. Die sind ja eigentlich einmal mit einem hohen Anspruch angetreten. Ja, aber nicht Balfi hat den Wettbewerb gewonnen. Die dürfen jetzt ein kleines Bürogebäude dort bauen. Der Rest wird von, wie immer, Neumann gebaut und in einer Qualität, wo man sich schon fragt, wieso das möglich ist. Die sind mit ganz was anderem angetreten und das sind jetzt halt andere Bauherren, die halt nur wirtschaftliche Interessen verfolgen und ich frage mich natürlich schon, wie das geht, warum das machbar ist. Es war wirklich, die sind mit einem hohen Anspruch hineingegangen. Wir haben ja schon gemeinsam mit Jabanek Balfi den ganzen Freiraum des ganzen Quartiers bearbeitet, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass dieser gemeinsame Identität kriegt, von der Beleuchtung über die ganze Möblierung und wie man die Belege behandelt und so weiter. Aber das war dann alles vergebene Liebesmühe, weil das Grundstück wurde verkauft und da sind jetzt halt ganz andere Leute dran. Nein, das Strauß und Partner, oder? Boah. Also Richtung Bahnhof und dann ist die Signa und auf der anderen Seite ist die BAI. Das war ein Wettbewerb, den hat Delogan Meisel gewonnen und Kopp Himmelblau. Das wird dann Richtung Süden. Also dann und ganz am Ende ist dann Renzo Piano mit dem, das ist wieder der Benko Renzo Piano mit dieser 60 Meter hohen Bebauung. Vis-à-vis vom Arsenal oder Richtung Arsenal. Trotzdem muss man ja sagen, also gerade die Außenwirkung, da wird sich ja nichts ändern. Und ich glaube ja, das, was wirklich wichtig ist, ist eben dieser Dialog mit dem Vis-à-vis-Park. Ich kenne ja auch das zweite Projekt, das mit euch da quasi in der letzten Stufe war, die ja da quasi, soweit ich in Erinnerung habe, ziemlich hermetisch zugemacht haben. Und genau das, egal was jetzt auf der anderen Seite noch gebaut wird oder nicht, diese Durchlässigkeit und dieses Durchfließen des Raums und dass die Menschen einfach durch dieses riesige Areal nicht blockiert sind, sondern dass man da durch kann. Kreuz und quer. Ja, und das wird dem Projekt ja nie wieder weggenommen, außer es gibt halt einmal einen Nutzer, der dann ganz was anderes macht. Aber das ist ja dann auch wieder egal. Das Gebäude als solches lässt zu und das ist, glaube ich, die Leistung, die man ja sehen muss. Städtebaulich, oder? Falls es jetzt keine Wortmeldungen mehr gibt, die Martha hat, glaube ich, auch schon genug. Dann danke für die Info. Danke, ich möchte mich noch bei Bene bedanken für die Gastfreundschaft und wir haben heute gehört, dass es auch nächstes Jahr weitergeht. Es war nicht so sicher und die Vortragsreihe geht weiter am selben Ort und zur selben Zeit. Dezember das erste Mal wieder. Danke. So.